Der versteckte Bauplan, wie sie Gott verbargen. Vom alten Sumer bis zum Vatikan, vom erleuchteten Buddha bis zum ägyptischen Auge des Horus wurde das Symbol des Kiefernzapfens und die damit verbundene Zirbeldrüse anerkannt und gefeiert. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar gehen wir mies in die Zirbeldrüsenrecherche rein. Das Video heißt Der versteckte Bauplan, wie sie Gott verbargen. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Ich weiß nur, dass es auch auf jeden Fall um die Zirbeldrüse geht und das ist auf jeden Fall auch für uns persönlich eine wichtige Sache. Ihr wisst ja, ich küsse eure Zirbeldrüsen fast in jedem Video und hier auf Twitch auch immer. Kommt auch gerne mal mit auf Twitch vorbei. Und ich glaube, die Zirbeldrüse ist ein wichtiges Organ quasi, was wir im Gehirn haben, welches dafür sorgt, dass wir mit der Welt, die wir nicht sehen, uns verbinden können. Und ich glaube, umso freier deine Zirbeldrüse ist, umso mehr diese aktiviert wird, umso mehr fühlst du das Göttliche, umso mehr fühlst du die Verbindung. Und deswegen ist das eine sehr wichtige Sache, weil ich das Gefühl habe, dass wir in der heutigen Welt, dass ganz viele Leute diese Verbindung nicht mehr haben und nicht mehr wirklich im Herzen sind und diese Liebe spüren, die eigentlich die ganze Zeit um uns herum ist. So. In allen anderen Menschen, in der Natur, in den Tieren. Und ich finde, wir sollten als Menschen wieder ein bisschen mehr das realisieren und dahin zurückkommen. Deswegen gehen wir jetzt rein in das Video. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und der Peter geht los, Digga. Zirbeldrüse den Mann, Alter. Und los. Das ist dein Kopf, deine persönliche Enklave des Himmels. Hier sehen wir, wie Gott, der Michelangelos Meisterwerk in der Struktur des Gehirns dargestellt ist, die Hand ausstreckt, um Adam zu berühren. Dieser Raum, dein Kopf, umschließt deinen Geist, den göttlichen Treffpunkt. Siehe Genesis 32,30. Hier nennt Jakob einen Ort namens Pinea und erklärt, ich... Pinea? Heißt doch auf Englisch Pineal Glands, ne? Zirbeldrüse. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Das ist die Pinea, die Zirbeldrüse in deinem Kopf, ein Teil von dir, der den Himmel selbst widerspiegelt. Denke an Genesis 28,10, wo Jakob von einer Leiter spricht, die in der Erde verankert ist und bis zum Himmel reicht. Betrachte das als dein Rückenmark, deine eigene. Also er nimmt quasi diese Metaphern aus der Bibel und überträgt die auf uns als einzelne Menschen so, weißt du? Und sagt quasi, dass die Schrift eventuell nur eine Metapher ist für etwas. Das ist erstmal, was er meint so. Da soll jeder mit anfangen, was er möchte. Wir gucken es uns informativ, also ich gucke mir das informativ an und höre mal die Perspektive und ob das für mich eventuell Sinn macht. So. Leiter, die sich bis zum Himmel in deinen Kopf erstreckt. Dein Kopf wird zum Himmel, denn er beherbergt die Zwirbeldrüse und die... Hat er gerade Zwirbeldrüse gesagt? Ich küsse dein Herz, Bro. Hypophyse. Dies sind die beiden spirituellen Drüsen, die männlichen und weiblichen Gegenstücke in deinem Gehirn. Die Zirbeldrüse hat 5 leuchtende Zellen, Kristalle, die aktiviert werden, wenn du die Drüse energetisierst. Diese Zirbeldrüse strahlt Licht aus und dient als Lebenskraft. Jetzt hat er wieder Zirbel gesagt, Deck. Weißt du, ich glaube, viele Leute kommen da durcheinander, ne? Zwiebel, Zwirbel, Zirbel. Für deinen ganzen Körper. Deshalb ist der Begriff Erleuchtung so treffend, denn er beschreibt die Realität des Lichts, die aus dem Inneren deines Geistes strahlt. Fühle ich? Achten Sie das alte Symbol für die Zirbeldrüse, den Tannenzapfen. Hier hält ihn der sumerische Gott und dort im Vatikan zeigt ihn der Papst. Ja, den sieht man überall. Schau dir Buddhas Kopf an, gekrönt von... Stimmt, Digi, krass. Kiefernzapfen. Auch die Ägypter erkennen die Bedeutung dieser Drüse an. Sie ist ein Schlüssel, der Schlüssel zu anderen Welten. Und ja, da stimme ich ihm zu auf jeden Fall. Da stimme ich ihm zu. Zirbeldrüse wird ja auch aktiv, quasi, wenn du träumst, wenn du stirbst, wenn du geboren wirst. Und du kannst die Zirbeldrüse auch aktivieren mit Substanzen von außen, wie Ayahuasca oder DMT und solchen Geschichten, aber auch mit Meditation. So. Und... das ist quasi das Tool zum Übergang in die andere Welt, was ich auch am Anfang im Intro gesagt habe. So. Die Dinge, die du nicht sehen kannst, aber die trotzdem da sind und vorhanden sind, die kannst du mehr fühlen dann, weißt du? Und ja, Alter, ich merke das auch, umso bewusster ich werde, umso mehr ich meditiere, umso mehr ich bete, Yoga mache etc. und wirklich eine gute Connection mit mir selbst aufbaue, umso mehr fühle ich auch die Welt im Außen quasi so. Die Natur, die Tiere, andere Menschen, mehr Liebe ist da. Ich fühle mehr Verbindung mit allem, weißt du? Und ich glaube, das ist auch die Zirbeldrüse, die eventuell durch die Dinge, die ich tue,
nicht mehr so verkalkt ist wie bei den meisten Menschen, weißt du? Durch Dinge, die du konsumierst auch, zum Beispiel Fluorid in Zahnpasta etc. pp. Aber dann natürlich auch diese ganzen Rituale und dieses ganze spirituell Disziplinierte, weißt du? Nicht mehr zu viel Alkohol trinken und diese ganzen negativen Dinge, die haben, glaube ich, einen Effekt auch darauf. Reiche zu erschließen, musst du diese Drüse aktivieren. Erinnere dich daran, dass all diese Religionen deinen Fokus nach außen richten, aber dein Fokus sollte nach innen gerichtet sein. Da muss ich teilweise widersprechen, weil das ist nicht so, dass alle Religionen den Fokus nach außen richten. So, ich glaube halt viele Menschen verstehen auch den Ursprung von den Religionen nicht mehr richtig, weißt du? Weil auch in den Schriften stehen sehr viele Dinge drin, die eigentlich dir sagen, dass du eine Beziehung und eine Verbindung mit dir selbst aufbauen sollst. Ich glaube, Jesus hat auch viel davon geredet, dass Gott in jedem von uns ist, so. Und es sind auch viele Gebote und viele Sachen in den Religionen, diese weltlichen Sachen, die im Außen die ganze Zeit da sind, um dich abzulenken vor der Verbindung mit dir selber und mit Gott, die sollte man ja auch weglassen und so. Also teilweise hat er recht, aber teilweise, es gibt schon auch viele Sachen, die Sinn machen in den Religionen, weißt du? Kein Alkohol trinken, kein Sex vor der Ehe, nicht Menschen schlecht behandeln, bla 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 bla, Verbindung mit dir selbst, beten und so, das ist ja alles auch schon nach innen ein bisschen. Das ist der Ort, an dem Gott wohnt, in dir, in deinem eigenen Selbst. Hat das Jesus nicht mal gesagt? Hat Jesus nicht in der Bibel mal gesagt, dass Jesus in uns wohnt? Gott? Schlage die Seiten der Bibel auf. Wir stoßen auf Genesis 32,30, wo Jakob einen Ort Peniel nennt und behauptet, er habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Wenn man das ist aber krass, Digga, dass es Peniel heißt so. Peniel? Spirituell interpretiert, steht Pineal für die Zirbeldrüse, die sich in den Vertiefungen des Gehirns befindet, ein winziger, unscheinbarer Teil, der als Verbindung zum Göttlichen dient. Gott von Angesicht zu sehen, könnte eine Metapher für die persönliche Erleuchtung sein, die sie... Ist eine krasse Perspektive, ja, sag ich dir ehrlich. ...der Erweckung dieser kleinen Drüse ergibt. Wenn du die Schichten der Metapher abträgst, verwandelt sich die Zirbeldrüse in ein himmlisches Portal in Innen, das dir eine direkte Begegnung mit dem Göttlichen von Angesicht zu Angesicht ermöglicht. Die göttliche Erzählung setzt sich in Genesis 28,10 fort und offenbart eine Vision der Jakobsleiter, eine Brücke, die von der Erde zum Himmel führt. Aber über die biblische Erzählung hinaus ist dies eine symbolische Darstellung deines eigenen Rückenmarks, einer zentralen Leitung, die die physischen und spirituellen Aspekte deiner Existenz verbindet. Es ist eine Geschichte über den Christus, der in jedem von uns lebt, eine mystische Reise, die am heiligen Klaustrum beginnt, dem Santa Claustrum im Großhirn. Von hier aus wird ein heiliges Öl abgesondert, eine Substanz, die dafür bekannt ist, dass sie spirituelle Erleuchtung erwecken kann. Dieses Öl, das sich in... Davon habe ich auch schon mal gehört, ja? Wirbeldrüse und der Hypophyse, den spirituellen Gegenstücken des biblischen... Es gibt auch Meditationen, die ich auch mal gemacht habe, wo du dich darauf konzentrierst quasi. Du atmest quasi tief ein und hältst deine Luft an und versuchst quasi von unten heraus, also vom Root Chakra, so quasi die Energie über die Wirbelsäule in deine Zirbeldrüse, also in die Mitte von deinem Gehirn zu pumpen. So. Und ich glaube, das ist auch in Verbindung mit diesem Öl, was er gerade erzählt, weißt du? Das ist wichtig, um alle Chakren zu öffnen und dann quasi hoch in die Zirbeldrüse, um dann Erleuchtung zu erlangen, so. Ist schon krass. Josef und der biblischen Maria weiter ausdifferenziert, nimmt einzigartige Eigenschaften an. Die Zirbeldrüse, die das männliche Element repräsentiert, sondert eine Substanz mit elektrischen Eigenschaften ab, die metaphorisch als Honig bezeichnet wird. Okay. Hypophyse hingegen, die Hypophyse, die das weibliche Element verkörpert, sondert eine Substanz mit magnetischen Eigenschaften ab, die als Milch bezeichnet wird. Dieses Zusammenspiel zeichnet das Bild des gelobten Landes, eines Ortes, in dem Milch und Honig fließen. Doch diese beiden Drüsen fügen dieser göttlichen Flüssigkeit ihre eigene Note hinzu.
Die Zirbeldrüse oder das männliche Wesen verleiht der Flüssigkeit elektrische Eigenschaften, während die Hypophyse, das weibliche Wesen, ihr magnetische Eigenschaften verleiht. Okay. Die Sekrete sind auch visuell unterschiedlich. Die Flüssigkeit der Zirbeldrüse ist gelblich, während die der Hypophyse weiß ist. Ist das Fact so? Sind das Facts? Ist das so? Bemerkenswert ist, dass dieser Bereich, die Konvergenz von Zirbeldrüse und Hypophyse, mit den Symbolen des Auges des Horus übereinstimmt, einem bedeutenden Emblem der alten Ägypter, die sich dieses Prozesses des inneren spirituellen Erwachens wahrscheinlich bewusst waren. Krass. Okay, das ist krass. Das ist deep. Sobald die Flüssigkeiten der Zirbeldrüse und der Hypophyse verschmelzen, wandern sie die Wirbelsäule hinunter durch die halblunaren Ganglien und erreichen den Solarplexus. Hier produziert sie einen Samen, eine spirituelle Essenz, die das Potenzial zur Erleuchtung in sich trägt. Diese innere Reise des Christusöls, von seiner Entstehung im Großhirn bis zu seiner Umwandlung in der Zirbeldrüse und der Hypophyse und seinem letztendlichen Abstieg über die Wirbelsäule, spiegelt den Weg zur spirituellen Erleuchtung wider, der in jedem von uns verborgen ist. Dieses sogenannte heilige Sekret entspricht der Lebensspanne von Jesus Christus, der im Alter von 33 Jahren starb, und den 33 Wirbeln, aus denen unsere Wirbelsäule besteht. Okay, das ist schon wild, ne? Also der sagt quasi, dass diese ganze Geschichte, die biblische Geschichte quasi eigentlich eine Geschichte von eigentlich menschliche Biologie ist quasi so. Und Ereignisse, die in unserem Körper stattfinden. Und Pineal und so und Jesus, 33 Jahre alt, 33 Wirbel an der Wirbelsäule und so. Also er sagt quasi, das ist eine Geschichte über den Mensch, über jeden einzelnen Menschen, so mäßig, weißt du? Wir hören erstmal zu, Digga, ohne das zu bewerten. In der Zirbeldrüse befinden sich winzige Kristalle, die Licht ausstrahlen, was ihren Status als spiritueller Leuchtturm noch unterstreicht. Diese leuchtenden Zellen, die wie Sternschnuppen in deinem Gehirn wirken, werden aktiviert, wenn sie deine Zirbeldrüse mit Energie versorgen. Der Begriff Erleuchtung ist nicht nur eine spirituelle Metapher, sondern veranschaulicht diese buchstäbliche Lichtmission der Zirbeldrüse, diese innere Erleuchtung, die das Göttliche in uns erweckt. Bei der Erleuchtung, die oft als esoterisches oder besonderes Ziel angesehen wird, geht es darum, dieses innere Licht zu erkennen und zu nutzen. Wenn du deine Zirbeldrüse aktivierst, erhält die Leuchtkraft dieser Zellen ihr Bewusstsein und markiert das spirituelle Erwachen. Dieses Licht übersteigt die Grenzen des Physischen und taucht den Geist in ein himmlisches Licht, das das göttliche Licht des universellen Bewusstseins widerspiegelt. Das von der Zirbeldrüse ausgestrahlte Licht symbolisiert deinen... Also ich bin persönlich auch überzeugt davon, dass wir Menschen alle das Potenzial in uns tragen, richtig göttlich zu sein, weißt du? Ich glaube, der Weg ist ein steiniger, der ist nicht einfach und man muss sich da definitiv auch krass disziplinieren und von teuflischen Sachen fernhalten und die richtigen Dinge tun. Aber Potenzial haben wir als Menschen, glaube ich, alle, um diese Erleuchtung zu erlangen. Weißt du, ich glaube, wir können das alle. Potential ist da, aber wir müssen es wollen und wir müssen dann halt diszipliniert daran arbeiten und Step by Step in diese Richtung gehen. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, dass das das Ziel ist der Menschen. So, ich glaube auch wirklich, dass das unsere Aufgabe ist, das zu tun. So, diese Erleuchtung zu erlangen. Uns als Menschen besser selbst kennenzulernen. Zu checken, dass wir mehr sind als der physische Körper und dieses Strahlen uns aufzubauen und nach außen zu strahlen und andere Menschen damit anzustecken. So. Ich glaube, das ist wirklich, das ist eigentlich das Ziel hier auf der Erde. So. Dass wir uns selbst realisieren und erleuchtet werden und dann wieder zurück nach Hause gehen. Vejo. Spirituellen Aufstieg, das Verständnis und die Erkenntnis deiner göttlichen Natur. Die Kristalle in deiner Zirbeldrüse, die mit ihrer Lumineszenz funkeln, sind das wörtliche und metaphorische Licht auf deinem Weg zur Erleuchtung. Wenn wir diese Elemente anerkennen und verstehen, erkennen wir, dass Erleuchtung keine äußere Errungenschaft ist, sondern eine innere Reise, auf der wir angeborenes göttliches Licht erkennen und umarmen. Durch diese Reise öffnen wir die Tore zur Göttlichkeit in uns selbst und erkennen,
dass wir ein Universum in uns tragen. Ein Universum, das von göttlichem Licht erstrahlt. Einer sagt einfach Ayahuasca oder DMT ins Trinkwasser, lol. Weiß ich nicht, ob das der Weg ist, so, weißt du? Weil ich kenne auch viele Leute, die Ayahuasca nehmen oder genommen haben und so und die halt trotzdem noch ganz weit weg davon sind, dass meiner Meinung nach, dass sie diese Strahlung haben und wirklich. Für mich gehört halt auch viel dazu, weißt du? Dass, du merkst schon allein in deinem Umgang mit Menschen, mit der Natur, mit Tieren und so, da merkst du schon, ob jemand nah da dran ist oder ob der zumindest den Weg geht. So, ich glaube nicht, dass du einfach eine Substanz konsumierst und danach bist du erleuchtet, so, weißt du? Ich glaube, das ist sehr viel eigene Arbeit, die du da reinstecken musst, so. Die Substanz kann dir vielleicht eventuell Erkenntnisse geben und könnte dir helfen oder kann dir potenziell helfen, da schneller hinzugelangen, aber es ist kein Garant dafür, dass du morgen erleuchtet bist, wenn du heute Ayahuasca nimmst, so, weißt du? Weil du musst natürlich die Sachen, die du dann da siehst oder lernst, auch implementieren in dein Leben und das fällt den meisten Leuten schwer. Die fühlen sich dann für eine Woche erleuchtet und dann kommen die in die normale Welt wieder und dann sind die halt wieder wie vorher, Digga, weißt du? Dann kommt das Ego wieder, dann kommen wieder normale Ereignisse und dann bist du halt ganz schnell wieder da drin. So, ich glaube, das Gesündeste und Wichtigste, Beste für mich persönlich ist es, Schritt für Schritt sich selbst dahin zu arbeiten, so. Und zwar klar dahin zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall mein Weg, den ich bis jetzt noch gehe. Und ich weiß nicht, ob ich den vielleicht sogar für immer so gehe, ohne irgendwelche Substanzen zu konsumieren. Selber mich Schritt für Schritt dahin zu transformieren im echten Leben so. Ohne irgendwie was Substanzen zu nehmen, damit ich mal kurz connected bin oder irgendwie und dann wieder zurückfalle. Ich habe das Gefühl, dass wir das Potenzial alle in uns haben, auch ohne irgendwelche Substanzen zu konsumieren oder ohne irgendeine Hilfe von außen, sondern einfach in der Verbindung mit uns selber so, weißt du? Und ja, den Weg will ich auf jeden Fall gehen und das ist auch ein Ziel für mich persönlich und der Weg hört nicht auf, meiner Meinung nach, weißt du? Und ja, so sehe ich das aktuell persönlich. Begebe dich auf eine Zeitreise ins alte Sumer, eine der frühesten Zivilisationen, die der Menschheit bekannt sind. Hier, in der Wiege der Zivilisation, wurde Kiefernzapfen, das Symbol für die Zirbeldrüse, in den Händen ihrer Götter verewigt. Ein Zeugnis für das fortgeschrittene spirituelle Verständnis dieser Zivilisation. Die Sumerer erkannten den Kiefernzapfen als göttliche Schlüssel, der jenseitige Reiche sich selbst aufschließen konnte, und übersetzten die tiefgreifende Kraft der Zirbeldrüse in ein greifbares Symbol der Erleuchtung. Im Vatikan, dem Epizentrum des Christentums, findet man eine riesige bronzene Pinienzapfenstatue, die Pygna, eingebettet in den Kern des Pinienzapfens. Obwohl ihre ursprüngliche symbolische Bedeutung innerhalb der christlichen Lehre geheimnisumwittert bleibt, lässt ihre bloße Präsenz im Herzen des Vatikans auf eine tiefe spirituelle Bedeutung schließen. Einige interpretieren sie als Anerkennung der göttlichen Fähigkeit der Zirbeldrüse, uns mit höheren Bewusstseinsbereichen zu verbinden, was sie zu einem wichtigen Symbol für unsere spirituelle Reise macht. Im Osten wird die Verbindung zwischen dem Kiefernzapfen und der Erleuchtung visuell in Darstellungen von Buddha dargestellt, wo das Muster des Kiefernzapfens oft auf dem Kopf des Buddha zu sehen ist. Dieses Muster symbolisiert die erwachte Zirbeldrüse, den Punkt der Erleuchtung, und bekräftigt die universelle Anerkennung dieser Drüse als Tor zum höheren Bewusstsein. Crazy. Auch die alten Ägypter hatten ein tiefes Verständnis für die Zirbeldrüse. Ihre verschlungenen Hieroglyphen und spirituellen Texte deuten auf ihr Wissen über das dritte Auge und seine Bedeutung als Tor zu göttlichen Bereichen hin. Indem sie die Zirbeldrüse als das Auge des Horus verkörperten, fassten sie das Konzept der inneren Erleuchtung zusammen und griffen damit dieselbe Weisheit auf, die auch von anderen alten Zivilisationen vertreten wurde. Über alle Zeiten und Kulturen hinweg, vom alten Sumer bis zum Vatikan, vom erleuchteten Buddha bis zum ägyptischen Auge des Horus, wurde das Symbol des Kiefernzapfens und die damit verbundene Zirbeldrüse anerkannt und gefeiert. Jede dieser Zivilisation Chichen Itza verstand die Zirbel. Diese Pyramide erkenne ich sofort. Drüse auf ihre eigene Art und Weise als göttlichen Kanal, als Schlüssel, der die Tür zu höheren Dimensionen des Bewusstseins öffnet. Dieses heilige Wissen hallt in unseren Herzen wieder und erinnert uns daran, in uns selbst zu suchen, wo der Schlüssel zu anderen Welten liegt. Ja, die Lösung ist in dir selbst.
Das müssen die Leute auch wieder verstehen, dass die Lösung nicht im Außen ist, sondern in dir ist. So. Du hast alles, was du brauchst, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest, in dir selbst. Du brauchst nicht darauf zu warten, bis irgendwas im Außen dich rettet. So. Du musst einfach nur eine gute Beziehung mit dir selbst aufbauen und in dir mal realisieren, was alles in dir steckt. So. Wenn du dich auf die Reise begibst, um deine Zirbeldrüse, die göttliche Laterne in deinem Inneren zu aktivieren, brauchst du eine bewusste Lebenspraxis. Eine wirksame Methode, ja, dieses Erwachen zu fördern, ist das Fasten, eine uralte Disziplin, die krass, okay, bekannt ist, Körper und Geist zu reinigen und aufzuladen. Der Verzicht auf Alkohol, Rauchen und chemisch belastete Nahrungsmittel erleichtert das Aufsteigen des heiligen Öls des Christus. Macht Sinn. Von der Basis der Wirbelsäule, der Himmelsleiter deines Körpers. Die Dinge, die eigentlich in der heutigen Welt sehr, sehr normal sind, von denen muss man sich halt distanzieren. Zirbeldrüse. Es ist wie in der Geschichte von Pinocchio, die mehr ist als nur eine Kinderfabel. Wenn wir den Namen Pinocchio dekonstruieren, spiegelt er Okay, jetzt sind wir da, Digga. Was? Wieder. Was an die Zwirbeldrüse erinnert. Jetzt hat er wieder Zwirbeldrüse gesagt. Ja, manchmal denke ich mir, oh, was erzählt er da gerade? Pinocchio, sagst du? Das habe ich noch nie gehört. Von Pinocchio, von einer Marionette zu einem echten Jungen, ist eine metaphorische Reise zur Aktivierung der Zwirbeldrüse, von der geistigen Ruhe zur erwachten Göttlichkeit. Wie jetzt? Aktivierung weiter. Ich habe den Film Pinocchio auch nicht mehr richtig jetzt vor Augen, so was da wirklich passiert ist. Analysieren ist es wichtig, die natürlichen Elemente zu nutzen. Das Sonnenlicht zum Beispiel ist eine starke Stimulation für die Zirbeldrüse. Wenn du dich bewusst in die Sonne legst, versorgst du deinen Körper mit lebenserhaltender Energie. Das merkt doch jeder von euch, oder? Sag ich dir ehrlich. Also deswegen ist für mich Sonne auch so wertvoll. Das ist auch mit eigentlich der größte Grund, warum ich hier in Mexiko bin, weil hier das ganze Jahr über Sonne ist. Und ich brauche die Sonne. Ich merke das jedes Mal. Meer und Sonne connectet mich so heftig. Und ich fühle mich danach immer so lebendig und so verbunden mit allem, dass wenn das nicht mehr da ist, dass das auch sehr hart für mich ist, weißt du? Letztes Mal, wo ich hier war ein Jahr und dann wieder nach Deutschland bin und da ein Jahr war, ich habe jede einzelne Sekunde, wo die Sonne in Deutschland rausgekommen ist, irgendwie genutzt, weil mir das so krass gefehlt hat, diese Sonnenenergie zu haben. Weißt du, es geht ja nicht nur um die Zirbeldrüse zu aktivieren, sondern auch dieses D3, was auf der Haut produziert wird. Es macht dich einfach irgendwie gesünder, habe ich das Gefühl. Eine Zirbeldrüse anregt. Auch die Atemarbeit spielt bei dieser Aktivierung eine entscheidende Rolle. Bewusste und tiefe Atemmuster verändern ihre Zellen und erleichtern den Aufstieg des Christusöls auf der Leiter, wodurch sie der göttlichen Erleuchtung immer näher kommen. Außerdem sorgt das Trinken von Wasser mit keltischen Salzen dafür, dass der Körper die notwendigen Mineralien erhält. Diese Mineralien spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer gesunden Zirbeldrüse und ihrer Aktivierung, was zeigt, dass eine erweckte Zirbeldrüse einen ganzheitlichen Ansatz erfordert. Ja, safe. Du deinen Lebensstil mit diesen Praktiken in Einklang. Ganzheitlich ist so wichtig, so. Du musst auf allen Ebenen versuchen, gesund zu sein und dir gute Dinge zu tun. Schaffst du das richtige Umfeld für das Erwachen deiner Zirbeldrüse? Da gehört sehr viel dazu, mein lieben Freund. Ich merke das selber auf meiner Reise. Es gehört sehr viel dazu. Und man muss heftig diszipliniert sein, weißt du, mit Ernährung, mit Konsum, mit Bro, was du täglich machst, Sport, mit wem du dich umgibst, welche Vibes du in dir spürst. Oh, das ist so ein, das ist Multitude of Things, so. Weißt du, wie ich meine? Es sind sehr viele Sachen, die da zusammenkommen. Die Verwandlung von Pinocchio ist es eine Reise von der Unwissenheit zum Wissen, vom Schlaf zur Erleuchtung. Dein Weg zur Selbstentdeckung liegt in deinem Inneren und die Schritte zum Erwachen liegen in deiner Hand. Religiöse Doktrinen leiten den Einzelnen oft dazu an, die Göttlichkeit in äußeren Bereichen zu suchen, eine höhere Macht in Tempeln, Kirchen oder anderen heiligen Orten zu suchen. Diese Praktiken mögen zwar Trost und Gemeinschaft bieten, können aber manchmal von der Wahrheit ablenken, dass die... Aber das ist mir zu allgemein ausgedrückt so, weil das ist nicht hundertprozentig richtig. Es gibt viele Religionen, die auch den Fokus nach innen richten, teilweise gebe ich ihm recht, teilweise lässt er ein paar Sachen weg, wo auch Religionen darauf hinweisen, dass man eine gute Verbindung mit sich selbst haben muss so. Und vor allen Dingen auch diese ganzen Disziplin-Sachen, die er eben selber gesagt hat, die man braucht,
holistisch, also ganzheitlich, da werden auch viele Sachen in den Religionen teilweise, also ich will jetzt hier nicht immer auf Krampf Religion verteidigen, so, weil ich weiß, da läuft auch sehr viel Shit ab, so, und ich ja, gebe ihm auch teilweise recht, aber teilweise muss man halt da auch, man muss differenziert an die Sache rangehen, so. In jedem Einzelnen wohnt. Indem wir ständig außerhalb von uns selbst suchen, übersehen wir möglicherweise das tiefgreifende Potenzial, das in der potenten Kapazität unserer Zirbeldrüse als Tor zur göttlichen Erfahrung steckt. In Wirklichkeit ist das Göttliche nicht mal auf ferne Himmel oder... Ich gehe so weit, dass ich sage, dass wenn du, also in meiner Meinung, persönlichen Meinung nach, wenn du wirklich ein richtig religiöser, religiös, spirituell, weil religiös heißt für mich auch spirituell sein, weil spirituell bedeutet die Verbindung mit was Höherem. Wenn du einer Religion angehörst und nicht wirklich praktizierst, dann hast du halt eine Religion, aber du bist nicht wirklich religiös, meiner Meinung nach. Aber wenn du quasi praktizierst und dich an die Gesetze hältst und an die Gebote hältst und da versuchst, alles richtig zu machen, da bist du schon auf einem krassen Weg, so, weißt du? Weil dann trinkst du keinen Alkohol, dann hast du nicht random einfach Sex mit irgendwelchen, dann nimmst du keine Drogen, dann betest du viel und da hast du schon sehr viel getan, was deine Zirbeldrüse auch, was deiner Zirbeldrüse auf jeden Fall auch sehr gut tun wird, so, weißt du? Also ich sage, dass das auf jeden Fall schon was Gutes ist, was Positives, jetzt nicht unbedingt negativ ist, so, weißt du? Und ja, ich glaube, das kann dich auch zur Erleuchtung führen im Endeffekt. Heilige Hallen beschränkt, sondern wohnt in uns selbst. Selbst nach innen zu wenden und die Gegenwart des Göttlichen in uns selbst zu erkennen, ist eine transformierende Erkenntnis. Diese Reise nach innen aktiviert die Zirbeldrüse und öffnet die Schleusen der spirituellen Erleuchtung. Es ist ein Erwachen zu der Wahrheit, dass du ein Teil... Deus sagt, geh mal in die Kirche. Glaubst du, dass die auf sich fokussiert sind? Ich war lange Messdiener und weiß aus Erfahrung, dass es nur die wenigsten sind. Ja, aber das liegt ja an den Menschen so. Also als ich in der Moschee beten war, da war ich sehr krass auf mich konzentriert so. Ich habe natürlich, wie sagt man, was da gesagt wurde, in diesem teilweise Gesang so, habe ich in mich... Aber du hast ja die Augen zu und du betest ja im Endeffekt, weißt du? Und bist mit dir selbst in Kontakt. Göttlichen Kosmos bist, nicht getrennt von ihm. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reise zur Selbstfindung in der Aktivierung der Zirbeldrüse liegt, dem spirituellen Epizentrum in unserem Gehirn. Das scheinbare Paradoxon, das Göttliche im Äußeren zu suchen, während es im Inneren wohnt, kann gelöst werden, indem man den Blick nach innen richtet. Auf diese Weise erwachen Sie zu der tiefen Erkenntnis, dass Sie einen Mikrokosmos des Göttlichen... Ich sehe hier einige Religionsfeinde im Chat, so, ich küsse euer Herz, ihr könnt das so sehen, wie ihr möchtet, so, weißt du, aber mit diesem Feindbewusstsein hilfst du auch niemandem im Endeffekt, so, weißt du, also ich bin da anders eingestellt, ich glaube das wirklich auch, also die Leute, die ich kenne, die stabil religiös sind, die wirklich religiös sind und sich versuchen, an die Gebote zu halten und so, die leben ein göttlicheres Leben als die meisten normalen Menschen, sage ich mal so, weißt du. Oder die Menschen, die an nichts glauben. Atheisten oder was auch immer, weißt du? Also da muss man schon gucken so. Dem kannst du auch eigentlich nicht widersprechen so. Die Leute, die ich kenne, die krass religiös sind und erfolgreich, also viele von den richtig heftig erfolgreichen Leuten sind sehr religiös und halten sich an die Gebote und lassen sich von diesem Shit, von diesem weltlichen Scheiß nicht zu krass ablenken, weißt du? Ja, und konzentrieren sich auf das Göttliche. Mikrokosmos sind ein wesentlicher Teil des komplizierten kosmischen Gewebes. Geiles Ding auf jeden Fall. Geht noch weiter, sagst du? Nee, das war's. Ey, cooles Ding auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde das eine sehr interessante Geschichte und die Zirbeldrüse ist mächtig, bin ich auch überzeugt von. Liebe geht raus an den Videoersteller, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Beschäftigt euch damit, weißt du, guckt, was der Zirbeldrüse gut tut, guckt, wie man die Zirbeldrüse aktivieren kann, beschäftigt euch damit und das wird euch in eurem Leben helfen. Ich bin einer, guck mal, ich bin so ein Typ, ich bin nicht so, dass ich sage, also ich will nie jemand sein, der irgendeine Sache so heftig verteufelt und so und sich dann hinsetzt und sagt, Religion ist der Teufel und es ist schlecht und das kann dir nicht helfen und die wollen euch damit nur knechten und dies, das, das ist ein Glaubenssatz, den die Leute haben, weißt du? Ich glaube, es gibt mehrere Wege, die zur Erleuchtung führen und ich glaube, es gibt einige Tools, die dir dabei helfen können und ich höre mir alles an,
Ich bin offen, ich bin offen. So, ich lese mir alles durch. Ich fühle mich rein und fühle dann in meinem Herzen, was mir helfen könnte und was nicht. Und das ist für mich der beste Weg. Anstatt andere Sachen, anstatt einfach zu sagen, nein, das nicht, das ist teuflisch und das ist so und Religionen sind scheiße und so. Ich höre mir das an, Digga, ich lese mir das durch, ich gucke mir, was geht bei Jesus, was fühle ich dabei, wenn ich mich damit beschäftige. Kann mir eventuell der ein oder andere Hinweis, Tipp helfen? Ja, kann mir helfen, okay, dann nehme ich das an in meinem Leben so. Fasten, Digga, Ramadan machen, Digga, habe ich gemerkt, tut mir gut, hat mich von teuflischen Dingen getrennt so, weißt du? Ist eine gute Sache. Würde ich, warum soll ich mich dann hinsetzen und dann eine Religion schlecht reden, wenn ich doch aber Tools davon nutzen kann, die mir helfen können? Weißt du? So. Keine Ahnung. Man muss da, ich bin da so easy peasy unterwegs, auf cool, auf positiv, auf Liebe. Ich liebe euch auf jeden Fall. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Bis dahin. Peace out. Das hat nichts mit Feindbewusstsein zu tun. Einer schreibt, das hat nichts mit Feindbewusstsein zu tun. Ich denke, dass man Gott mit Hilfe der Liebe in seinem eigenen Herzen erkennt. Ich denke, ein Mensch erkennt in dem Moment selbst, was gut ist und Gott von ihm möchte. Dazu brauche ich keinen Priester, die für Gott sprechen. Ja, Bruder, aber du musst doch dann nicht sagen, dass... Also, was ist, wenn Leute durch Religion das gleiche Gefühl bekommen oder das gleiche Erlebnis haben und sich connected fühlen durch die Religion so? Weißt du? Und du sitzt dann hier und redest mit denen und sagst, ey, eure Religion ist Schrott, Digga, die ist nur da, um dich zu knechten. Aber der Bruder hat vielleicht durch diese Religion zu Gott gefunden und fühlt sich gut und fühlt sich verbunden und hat einiges davon gelernt und hat einiges verstanden und es tut ihm gut so. So, da bin ich jemand, so, ich finde das nicht, ich, wer bin ich, dass ich mich hinsetze und sage, dass es nicht sein kann, dass einer eventuell durch den Islam Erleuchtung gefunden hat oder durchs Christentum oder durch Buddhismus oder durch Hinduismus oder durch einfach nur selbst spirituell sein und das Göttliche in sich finden. So. Es gibt mehrere Wege, die zum Ziel führen. So. Man muss nicht andere Sachen schlecht reden, weil eine Sache dir geholfen hat. So. Musst du nicht andere Sachen schlecht reden, wo du vielleicht denkst oder fühlst, dass es nicht positiv für dich wäre. Weißt du? So bin ich, Alter. Ich bin so, keine Ahnung. Ich respektiere jedem seinen eigenen Weg, so. Weißt du?